Spieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch The Long Dark. Wir sind hier am Rätselsee und ich werde das mal einen kleinen Schluck trinken. Ja, warten auf den anbrechenden Tag. Dauert noch eine Weile, sehe ich gerade. Ja, dann lass ruhig noch ein bisschen Zeit vergehen. Und was wir vorhaben, wir wollen angeln. Mal wieder. Ja, und ich hoffe, dass wir diesmal ein bisschen mehr Ausbeute aus der ganzen Sache rausholen. Ich kann ja mal schauen, wir haben das hier. Wir haben jetzt noch 0,11, 0,4. Dafür müsste unsere Lampe ja, wir könnten ich stelle das mal ab und sag mal bei der Lampe auffüllen. So. Jetzt noch den Rest. So, das heißt also, wir haben jetzt 0,09 Liter, also 10 Milliliter im Grunde genommen. Das ist wirklich nicht viel. Tja. Aber okay, wir werden ja heute ein bisschen was finden. So, ich schau mal hier. Die können wir zerlegen. Also was heißt finden? Wir werden ja heute ein bisschen was produzieren. Jo, also besonders cool wäre ja, wenn wir Sonne haben. Haben wir aber nicht. So habe ich den Rätselsee, glaube ich, noch nie gesehen. Das ist ein interessantes Farbspiel. Ja, okay, also gehen wir wieder rein. Können wir irgendwas machen? So, die könnte man reparieren, aber ja, gut. So, was ist eigentlich bei dem? Den können wir auch reparieren, 2 Stunden. Kann man ja wahrscheinlich nicht reparieren, oder? Doch, den könnte man auch reparieren. Was die Frage ist, warum? Warum sollte ich das tun? Die allerdings, die sollte repariert werden. So. Okay, hier haben wir alles. Die sind in gutem Zustand. Ja. Tja. Ich weiß nicht, was man hier noch tun kann. Ich meine, man könnte noch mal 2 Stunden schlafen. So.
Ja, draußen. Okay. Ist alles beim Alten. Dann warten wir einfach noch eine Weile. Okay, es wird besser. Es könnte sogar sein, dass wir Lupenwetter haben. Sehe auch im Moment keine Wölfe. Man hört sie. Riskiers. So, was ich mal schauen wollte, ich muss mal wieder ablegen. Lupenwetter. Nein, leider nicht. Ja, es hat nicht ganz ohne hier das Fleisch durch die Gegend zu schleppen. Aber mir schien der Wolf so weit weg, dass er jetzt nicht direkt eine Gefahr darstellt. Jetzt mal schauen, ob die näher gekommen sind oder der eine. Ja, ist glaube ich okay. Ziemlich weit weg. Das ist der Anruf. Das macht, glaube ich, keinen Sinn, auf die Sonne zu warten. Können wir noch mal einen Transport machen, obwohl jetzt ist er ziemlich dicht dran. Na gut, dann fangen wir an mit dem Feuer. Feuer machen.
Okay, 6 Stunden. Das klingt gut. Dann ist der nächste Schritt. Mann, es wird ja ziemlich finster. Okay, wir machen das auf. Was braten. Mal hin. Wie lange braucht das? 45 Minuten. Okay. Also nicht so viel gebracht. So, ich glaube, ich hole schon mal Nachschub. It's dusk, so night can't be far behind. Okay. Eine Stunde bitte. So. Okay, mehr geht nicht rein. Ja, nein. Gleich rein. Ein bisschen Wasser wäre gut. So, eine Stunde. Können wir hier ablegen? Die machen wir gleich mal.
Jetzt würde ich sagen, machen wir mal 2 Liter. Vielleicht nochmal 2. Wie lange brennt der Ofen noch? 7 Stunden. Tja, vielleicht habe ich das unterschätzt. Man muss ja zwischendurch auch immer nochmal schlafen. Dann würde ich sagen, 2 Stunden schlafen. I need to find a place to rest. So. 2 Stunden. I wonder if I can drop any of this gear. 2 Stunden lang. Gut, dann machen wir den Fisch. Noch 4 Stunden. Die Frage, ob wir dann noch mal durch eine ganze Nacht durchkommen. Ich kann es mir schon vorstellen. This pack is getting kind of heavy. So. Die Tür zumachen. Keine Ahnung, ob ein Wolf bis hier reinkommt.
Okay. Ich glaube, man kann es riskieren. Noch die ganze Nacht hier zu bleiben. Wir lassen das mal leer und sagen mal 3 Stunden. So, ich brauche 1 Stunde Schlaf. Und wir sagen wieder 2 Stunden. So, dann schauen wir mal. Also wesentlich weiter sind wir hier noch nicht. So, ich sag 1 Stunde schlafen. Und jetzt machen wir hier weiter. Ich sag 3 Stunden fischen. Oh ja, jetzt läuft's. Gut. 1 Stunde schlafen. So. I need to find a place to rest. Trinken. So. Oh, I'm starving. Ich muss aufpassen, dass ich mir hier nicht die Wölfe alle herhole. So, wir essen. Essen. Gut. 4 Stunden. I am too tired to think straight. Hier ist alles weg.
dann würde ich sagen, wir machen 2 Stunden Schlaf. Wir haben jetzt noch 3 Stunden. Sagen wir mal 2 Stunden an. Ich glaube, das passt ganz gut insgesamt. Dann würde ich sagen, 1 Stunde noch. Okay. Eine Fackel könnte man noch nehmen. Ja. Ich sag mal, 2 Stunden schlafen. Nur damit wir ein bisschen Reserve noch haben, wenn wir rübergehen. Schauen nicht, dass der Bär plötzlich wieder da ist. Wir haben 7 Liter, ein bisschen too much, aber okay. Ja, das war eine richtig erfolgreiche Runde. Wir wollen gleich mal schauen, wie viel Öl uns das gebracht hat. Ich würde mich über 0,5 Liter freuen. Also 1 Liter ist, glaube ich, etwas, was in einer Nacht schwer zu erreichen ist. So, also wir haben... Ja, tatsächlich 0,5. 0,5 Liter haben wir gemacht. Das ist jetzt nicht die Welt, aber ist okay. So, und wie sieht's mit den Eisfischen-Skills aus? Da ist ja kaum mehr geworden. Wahnsinn, wie wenig das bringt. Well, ich denke, wir haben uns jetzt wirklich verdient, ein bisschen auszuruhen. Und sage Drink. Und so viel wie drin ist. So, wir sind komplett erholt. Wir warten. Und ich würde sagen, jetzt können wir noch mal 2 Stunden dösen. So. Dann erster Schritt ist, sich ein bisschen den Magen vollzuschlagen.
dann glaube ich, müsste das Bärenfell mittlerweile getrocknet sein. Wir können unseren Mantel flicken. Nehmen wir gleich das hier. I wonder if I can drop any of this gear. Zwei Würfe. Ziemlich weit weg. Ich hoffe, die lassen uns in Ruhe. Drei Würfe. Jesus, it's cold. Hier sieht's ganz gut aus. Bis auf die Tatsache, dass wir gegen den Wind laufen. Nicht schön. Wait. I'm so cold, I'm warming up a bit. Das geht ja überhaupt nicht voran. Ich meinte, dass man hier schon im Windschatten sein müsste, aber das ist offenbar nicht so. Doch, jetzt hier. Ja, gut ist auch, dass wir durch die Angelaktion wieder eine Menge gegen den Lagerkoller getan haben. Ja. Find ich gut. So, das getrocknet. Wunderbar. Dann könnte man gleich mal schauen, wenn wir jetzt den Bärenmantel flicken. Haben wir da eine 100% Chance? 100%. Ach, wir haben keine Därme hier. Ich glaube, oben haben wir welche. Natürlich das Ding, eigentlich 90% ist jetzt noch nicht so. Aber also so dringend. Aber ich mach das. Okay, fein. Fein, fein. So, draußen tobt der Sturm, denn das hört man ja schon. Das legen wir hier zurück. Einmal Metall, sieh mal das.
Tja, also bei dem Sturm zurückgehen ist nicht so sinnvoll. Okay, also verbringen wir die Nacht hier. Jetzt noch ein bisschen Bonus durch dieses, dass wir satt sind, aber den können wir nicht aufrechterhalten. Ist aber nicht schlimm. Ist nicht schlimm. So. Can you eat trees? Ja, der Verlust ist nicht so groß. Der Sturm geht weiter. I am so hungry. Jetzt können wir zurück. Ja. Gab es noch was mitzunehmen? Muss einmal Schrott, aber wir haben ja ziemlich viel repariert. Ich glaube, das ist okay. Und ich habe keinen Bock, jetzt nochmal zum Katerstaudamm zurückzugehen. Also ich mache mich lieber auf den Weg in Richtung Heimat. Ja, und da kann man ja schon mal planen, wie es dann weitergehen soll. Also ich glaube, das nächste Großprojekt wird muss ich mal auf ein bisschen aufpassen. Wird dann der Marsch in Richtung Küstenstraße. Da werde ich mir jetzt in den nächsten Tagen überlegen, welche Vorbereitungen dazu treffen sind. Insbesondere, ob man ja so eine Art Ressourcentransfer macht und da irgendwas hinschleppt. Beispielsweise Wasser und Holz. Das wäre ja durch die Rabenschlucht eigentlich ganz gut möglich. Also die Küstenstraße ist nicht zu unterschätzen. Den tatsächlich nicht gesehen. Keine Ahnung, wo der herkam. Aber ich sollte ihm den Vortritt lassen. Nicht, dass es gut wäre, jetzt dann umzulaufen. Ja, dann vielleicht hier lang.
komische Strecke habe ich, glaube ich, so noch nie gelaufen. Scheinbar lassen sie sich auch von diesem Bärenmantel in irgendeiner Form beeindrucken. Ich wusste nicht, dass das möglich ist. Da steht ein Hirsch schon mal. Sollte mich vorher aufwärmen. Ja, also Küstenstraße, das wäre tatsächlich eine gute Idee. Denn meine Challenge besteht ja nicht nur darin, hier ein Jahr durchzuhalten, sondern ich möchte ja auch ein bisschen was von der Welt sehen. Aktuell sind es 30%. Das kann ruhig noch ein bisschen mehr werden. 50 hatte ich mir vorgenommen. Ja, dann soll es das für diese Runde gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.